Hallo und herzlich willkommen im Wald und zu unseren wilden Katzen, diesmal den dritten Teil. Nicht das dritte Video, sondern den dritten Teil, das muss man entsprechend ein wenig unterscheiden. Und zwar geht es diesmal um die Wildkatze und was man in diesem Wald, in dem ich mich hier jetzt gerade für diesen Zweck auch befinde, zwar nicht findet, ist eine Wildkatze, aber was man dafür sehr wohl findet, sind die ersten Ansätze einer wildkatzenfreundlichen Waldstruktur. Wir befinden uns hier nämlich in einem Refugium, einem Waldrefugium. Und damit hat es auf sich, dass das Waldbereiche sind, die, auch wenn sie nicht als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind, alt werden dürfen und verfallen sollen, muss man fast schon sagen. Das ist ein Konzept von der baden-württembergischen Forstverwaltung, also ForstBW. Und was es halt eben im normalen Wirtschaftswald selten bis überhaupt nicht gibt, sind solche Strukturen. Und genau das ist es, was eine Wildkatze braucht. Nach Möglichkeit noch strukturreicher, noch mehr Alt- und Totholz rumliegend. Aber allein das Vorhandensein solcher alten Bäume, bei denen man auch gut erkennen kann, so lange macht's der nicht mehr. Ne? Gucken wir uns mal näher an, das gute Stück. Also man kann hier schön sehen, diese Hälfte vom Stamm, die ist quasi wunderbar, der Fäulnis ist ausgesetzt, der lebt noch, der könnte durchaus sogar noch ein ganzes Weilchen leben, aber in so einen hohlen Stamm, wenn der erstmal anfängt eben hohl zu werden, weil das Stamminnere ja jetzt wunderbar eben zugänglich ist für ja, Baumbrüter und Höhlenbewohner, die sich da eine Höhle anlegen können, ist das Ding dann auch interessant für unsere Wildkatze, weil wenn da jetzt ein größerer höhlenbauender Bewohner einzieht und seine Höhle hinterher verlässt, dann kann da auch gerne mal so eine Wildkatze einziehen, denn so groß ist die ja nicht und passt in geräumigere Baumhöhlen durchaus auch mal rein. Es gibt hier auch schon einige Baumhöhlen, einige sehr schöne, sehr große zum Teil auch. Und das wäre halt auch echt sowas. Generell ist es natürlich in jedem Fall gut für die Biodiversität, aber für unsere Wildkatze eben speziell. Auch hier wieder ein Haufen Wurzelteller, die man hier noch finden kann. Teilweise schon ziemlich verwittert und von dem eigentlichen Stamm, der mal diesen Erdklotz hier verursacht hat, sieht man nur noch sehr wenig. Hier zum Beispiel. Und da kann man ihn erahnen, aber er ist auch schon komplett überwachsen. Und dadurch entstehen natürlich hier erstmal so Versteckmöglichkeiten. Und wenn das Ganze natürlich noch optimaler fällt, was hier leider nicht der Fall ist, aber was noch kommen kann, man muss das hier als Wildkatzenrevier der Zukunft verstehen, wären dann halt eben noch bessere Versteckmöglichkeiten und vor allen Dingen noch mehr davon. Ihr seht ja jetzt im Hintergrund mehr oder weniger, wenn ich hier jetzt rumlaufe, so richtig voll mit Zeug am Boden, wo man sich drin verkriechen kann, ist dieser Wald hier jetzt auch noch nicht. Aber es gibt halt immerhin schon so einzelne Stellen mit so einzelnen Sachen. Hilfreich ist sicherlich auch, hier sieht man es jetzt neben mir, der Ilex-Bestand, der halt auch dafür sorgt, dass selbst im Winter immer ein gewisser Begrünungsanteil am Waldboden vorhanden ist. In vielen Wäldern kann man im Winter ja sehr weit gucken, weil das, was am Boden steht, keine Blätter hat, wenn überhaupt was am Boden steht. Und hier haben wir halt durch den Ilex einen zusätzlichen Sichtschutz. Auch hier wieder ein entsprechender Wurzelteller. Auch hier wieder erstmal eine Struktur, wo man sagen könnte, na, das könnte doch interessant sein für eine Wildkatze. Insbesondere, wenn man sich hier diese Löcher da anguckt, das sind durchaus, solange es jetzt nicht in Strömen regnet, auch relativ trockene Zufluchtsorte, die jetzt als Notlösung vielleicht sogar zur jungen Aufzucht reichen könnten. Als Notlösung. Wie gesagt, wir sind hier noch nicht so weit, aber es ist ein Ansatz. Und das wollte ich euch eigentlich im Wesentlichen nur mal zeigen. Generell gibt es hier natürlich
jede Menge erfreuliche Strukturen am Totholz, die das Naturschützerherz höher schlagen lassen. Und das ist natürlich nicht nur für die Wildkatze interessant, das hatte ich ja auch schon gesagt. Auch hier nochmal ein entsprechend größeres Häuflein mit Holzmaterial, das am Boden rumliegt. Und wenn das jetzt noch viel, viel mehr wird und hier noch viel mehr solches Zeug umstürzt, dann haben wir halt irgendwann einen strukturreichen Altwald, in dem es theoretisch durchaus möglich wäre, dass sich da ein Wildkatzenpärchen bzw. ein Männchen und ein Weibchen in ihrem jeweiligen Revier wohlfühlen könnten. So, jetzt mache ich hier noch ein paar Fotos, um sie im weiteren Verlauf der Videoreihe dann einzublenden, und dann geht's weiter. So, und damit können wir uns wieder dem üblichen Gelaber widmen. Mehr zu zeigen habe ich leider nicht, denn die Wildkatze ist eben wahnsinnig scheu. Das heißt, selbst wenn es jetzt hier in der Gegend eine gäbe, was vielleicht tatsächlich sogar der Fall ist, aber dann habe ich keine Möglichkeit, das festzustellen, ohne riesigen Monitoringaufwand zu betreiben. Also auf jeden Fall zeigen kann ich euch keine. Was ich eventuell noch einblenden kann, sind ein paar Fotos von meiner Hauskatze. Das war es dann aber auch. Das kommt darauf an, ob sie rechtzeitig Lust hat, sich fotografieren zu lassen. Ich hatte nämlich noch nie Fotos von dem Viech gemacht. Aber naja, vielleicht hat sie ja Lust, und in dem Fall gibt es dann auch davon noch ein paar Bilder. Der Weg zum Ruhm auf YouTube führt ja bekanntlich ohnehin nur über Katzenvideos. Demzufolge habe ich gedacht, muss ich ja unendlichen Ruhm ernten, wenn ich hier jetzt ein etwa 3,5-stündiges Katzenvideo abliefere. So, und damit kommen wir jetzt auch in einem Bereich des Waldes, wo mich hoffentlich keiner stört und ich in Ruhe auf- und ablaufen kann, zu den äußeren Merkmalen unserer Wildkatze. Die unterscheidet sich nämlich nur, ja, muss man leider so sagen, geringfügig von einer bestimmten Form von Hauskatze, nämlich eben die getigerte Hauskatze, die am ehesten halt eben wie die Wildkatze aussieht. Zu diesem Zweck habe ich hoffentlich irgendwo ein Wildkatzenfoto, was ich euch mal einblenden kann. Und ihr werdet auf den ersten Blick hoffentlich auch feststellen, dass das gar nicht unbedingt so aussieht, als wäre das jetzt ein ganz anderes Tier als eben unsere Hauskatze. Und das ist auch tatsächlich ja eben nicht der Fall, weil die ja eigentlich sogar derselben Art angehören, weil sie ja fruchtbar miteinander kreuzbar wären, wenn dann die Wildkatze da Lust zu hätte. Daran scheitert es nämlich meistens. Deswegen gibt es auch gar nicht so viele Mischlinge aus Haus- und Wildkatze, weil die Wildkatze eben durch ihre wirklich sehr scheue und zurückgezogene Lebensweise auch bei Begegnungen mit der Hauskatze im Regelfall wahlweise aggressiv oder mit Flucht reagieren wird. Dass da also eine Paarung zustande kommt, das ist doch wirklich eine sehr seltene Ausnahme, wie man heutzutage weiß, eine sogar erstaunlich seltene Ausnahme. Weshalb wir eben bei unseren Hauskatzen auch überwiegend genetisch gesehen Merkmale der Falbkatze, von der sie eben am wahrscheinlichsten abstammt, also die mehr oder weniger nordafrikanische Form, die sieht jetzt nun deutlich anders aus von unserer einheimischen Wildkatze, die sich an das Leben im Wald spezialisiert hat, was bei der nordafrikanischen Version zwar ursprünglich mehr oder weniger unsere einheimische eurasische oder europäische Wildkatze, die ist definitiv absolut und speziell an das Leben im Wald angepasst. So, aber zurück zu den entsprechend optischen Merkmalen. Fellfärbung, eben das, was man als getigert bezeichnet, wenn man sich eine Hauskatze anguckt. Allerdings meistens ziemlich verwaschen. Keine besonders deutliche Streifung, also dieses Tigermusterchen, und tendenziell grau-schwarz mit leichten Brauntönen. Teilweise können die Brauntöne auch dominieren. Das ist also wirklich schwierig, da jetzt genau zu sagen, was jetzt der allertypischste Fall wäre. Und es kann auch bis ins gelbliche Ocker
Farbene tendieren. Also es gibt so schmutzig blonde Wildkatzen, anteilig. Aber auch die weisen zumindest in Andeutungen dieses Tigermuster auf. Also eine leichte Tigerung sollte in jedem Fall gegeben sein. Man kann also bei bestimmten Typen von Hauskatzen ausschließen, dass es sich bei dieser Hauskatze um eine Wildkatze handeln könnte. Also alle gefleckten Tiere zum Beispiel. Schwarz-weiße Tiere, schwarze Tiere, weiße Tiere, rote Kater. Das ist alles mit Sicherheit keine Wildkatze. Und auch bei Tieren, die zum Beispiel im Gesicht auffälliges Muster, das vom Hauptbild einer Wildkatze abweicht, aufweisen. Das ist auch auf keinen Fall eine Wildkatze. Wobei man auch hier wieder vorsichtig sein muss. Sicherheit, dass es sich um eine Haus- und nicht um eine Wildkatze handelt, gibt es wirklich nur per DNA-Abgleich oder andere entsprechende Methoden, die man früher angewandt hat, bevor es den DNA-Abgleich überhaupt gab, um halt eben Haus von Wildkatze unterscheiden zu können. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Neben der Tigerung, also dieser Grundfärbung vom Fell, der Grundstruktur, ist auffällig, dass es viel längere Haare hat als die Hauskatze, insbesondere wenn es sich bei der Hauskatze um die Rasse europäisch Kurzhaar handelt, was bei den meisten Katzen, die bei uns in der Gegend so rumschleichen, der Fall ist, dann hat die Wildkatze doch schon sichtbar längere Haare. Das kann aber auch dann vorkommen, wenn eine Hauskatze verwildert ist und sich an das Leben draußen insofern gewöhnt hat, dass sie anfängt, ein dichteres Winterfell auszubilden. Kann dann also damit auch ganz gut mit einer Wildkatze, zumindest im Sommerfell, definitiv gleichgesetzt werden. Dann ist noch ein gutes Bestimmungsmerkmal bzw. Unterscheidungsmerkmal, muss man sagen, ein potenziell gutes. Es gibt kein gutes, aber eins der besseren ist auf jeden Fall das Gesicht. Denn eine Wildkatze zeichnet sich durch einen erheblich größeren Kopf aus, als es bei der Hauskatze der Fall ist. Da sind die vom Körperbau her die Unterschiede noch am deutlichsten zu sehen. Es ist generell so, dass eine Wildkatze ein bisschen größer ist als eine durchschnittliche Hauskatze. Aber es gibt einen sehr weiten Überschneidungsbereich. Also ein großer Kater, der kann sogar durchschnittliches bis überdurchschnittliches Wildkatzenkuder, also das Männchen der Wildkatze, Maß noch überschreiten. Insbesondere, wenn er entsprechend gut im Futter ist. Und gerade wenn es ums Gewicht geht, es gibt Stubenkater, die dann doch deutlich zu dick sind, die 12 Kilo auf die Waage bringen oder 13 oder sogar 14 soll es auch schon gegeben haben. Das wird man bei einer Wildkatze niemals finden. So viel könnte ein entsprechender Wildkatzenkuder gar nicht verzehren, dass er solche Ausmaße eben entsprechend erreicht. Das ist also auch dann sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber auch ein nicht besonders übermäßig gefütterter Kater, wenn es ein etwas kräftigeres Exemplar ist, der kann halt locker auch die Maße für ein Wildkatzenweibchen erreichen und übertreffen, auch die Durchschnitts- und sogar die Höchstmaße. Also wenn man eine besonders große Katze im Wald sieht, könnte es halt eben auch einfach nur ein Hauskatzenkater sein. Das ist halt die Sache, die das schwierig macht. Im Durchschnitt, ja, Wildkatze ist größer, aber eben das gilt, taugt fast nichts als Bestimmungsmerkmal. Das ist so ähnlich wie bei der Geschlechtsunterscheidung vom Luchs. Da kann man ja auch nur über Größe und Gewicht, wenn man nicht an die entsprechend spezifischen Organe rankommt, nur darüber versuchen zu unterscheiden, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Außer das Weibchen hat Kinder dabei, dann ist der Fall auch relativ einleuchtend. Aber sonst kann man das so gut wie gar nicht feststellen, habe ich ja beim Luchs schon erklärt. Ja, kommen wir zurück zum Kopf. Also der Kopf ist eben auffällig. Der Kopf wirkt in der Regel etwas breiter, etwas gedrungener und massiver als bei der Hauskatze. So ein zierliches Köpfchen, ein kleines Gesichtlein, wie man es dann teilweise bei den Katzendamen, also Hauskatzendamen, finden kann, das ist dann doch wirklich eine sehr seltene Ausnahme. Bei den Wildkatzen kann aber auch wieder vorkommen. Ne?
Der Schädel dient auch bei Todfunden, beziehungsweise diente, muss man sagen, bei Todfunden als prima Möglichkeit, eben Haus- und Wildkatze unterscheiden zu können, weil, wenn man den Schädel nimmt, den ausgekochten, den reinen Knochen quasi, und stopft da alle Löcher bis auf das Halsloch, also da, wo die Wirbelsäule ansitzt, zu und füllt dann den Schädel auf mit normierten kleinen Plastikbällchen, die ein spezifisches Volumen haben und kippt halt so viel rein, wie reinpasst, und das Ergebnis kippt man anschließend in einen Messzylinder und kann dann im Messzylinder ablesen, was für ein Schädelraumvolumen denn jetzt unsere Katze hier jetzt gehabt hat, und liegt das über 3,3, ich glaube Kubikdezimeter waren es, ich weiß es nicht mehr genau, welche Einheit, aber dann handelt es sich mit ziemlicher Sicherheit, naja, mit eindeutiger Sicherheit sogar, um eine Wildkatze, weil man bei Hauskatzen noch nie einen derart großen Schädel mit dem Volumen gefunden hat. Und der Schädel wächst ja auch nicht, wenn man einem Kater zu viel zu futtern gibt. Deswegen ist das halt ein sehr gutes Unterscheidungsmerkmal. Daraus folgt übrigens auch, dass Wildkatzen ein größeres Gehirn als Hauskatzen haben. Und es gibt auch schon Vermutungen, das sind allerdings nur Vermutungen, dass sie auch intelligenter als Hauskatzen sind. Dass bei denen quasi im Laufe der Entwicklung die Intelligenz ein bisschen zurückgegangen ist, weil sie halt nicht so schlau zu sein brauchen. Es reicht ja, wenn sie sich vors Herrchen stellen, beziehungsweise vors Personal eher, und miau machen, und dann kriegen sie ja alles, was sie haben wollen. Wenn sie entsprechend lange genug Mau machen, spätestens dann, oder wenn sie ins Bett hüpfen, oder ja, Katzenhalter kennen das alles. Das zweite wichtige Merkmal, mit dem man eindeutig die beiden Katzen unterscheiden kann, ist übrigens die Darmlänge. Wenn man also eine tote Katze findet, dann kann man eigentlich theoretisch, Zoologen machen sowas, Zoologen sind sehr grauenvolle Personen, dass die sowas machen, geht mal überhaupt nicht. Aber man kann da den Darm halt eben dann entsprechend rausschnibbeln und einen Referenzdarm einer sicherlich Hauskatze nebendran legen und dann mal gucken, wer den kürzeren Darm hat. Und wenn man dann nämlich feststellt, dass die Wildkatze den kürzeren Darm hat, einen sogar signifikant viel kürzeren Darm, als das bei der Hauskatze der Fall ist, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man es eben mit der Wildkatze zu tun hat. Warum hat die Wildkatze einen kürzeren Darm? Man vermutet, dass das daran liegt, dass sich die Wildkatze halt eben tatsächlich nur 100% fleischlich ernährt. Na, sagen wir mal 98% fleischlich oder 99%. Es soll wohl auch Fälle geben, wo man beobachtet bzw. beim Mageninhalt von toten Tieren gefunden hat, dass sie in Notzeiten, also wirklich ganz harten Wintern, wo sie schon zu kämpfen haben, weil das an Mäuse unterm Schnee schwer ranzukommen, wenn man nur eine vergleichsweise kleine Katze ist, dass sie dann wohl auch schon auf pflanzliche Nahrung ausgewichen sein sollen. Wobei man sich eben fragen darf, ob das nicht einfach nur eine reine Verzweiflungstat der Katze gewesen ist, dass er quasi irgendwelches Grünzeug gefuttert hat, weil er einfach verzweifelt unbedingt was futtern wollte. Wirklich verdauen wird sie das dann auch nicht können, und ob sie daraus irgendwelche Nährstoffe gewinnt, ist auch wiederum sehr fraglich. Ich wollte es einfach halt nur mal kurz erwähnt haben. Aber jedenfalls, sowohl Gebiss als auch das gesamte Erscheinungsbild der Wildkatze sind die eines reinen Fleischfressers, und was man halt eben nochmal durch die zusätzlich verkürzte Darmlänge, zu der hin und wieder auch mal mit irgendwelchen diese Katzenleckerli, die da in so einem Teigmantel daherkommen, das wird ja auch der Hauskatze hin und wieder mal gerne gefüttert. Die hat zwar kein angepasstes Gebiss für sowas, aber sie hat im Lauf der Jahrhunderte eine größere Darmlänge eben entsprechend entwickelt, um dann bestimmte andere Sachen außer Fleisch halt besser abbauen zu können, ne? Das vielleicht wichtigste und einzige wirklich einigermaßen verlässliche, einigermaßen auch wieder nur natürlich, verlässliche Merkmal zur Unterscheidung ist dann die Schwanzform. Die Schwanzlänge kann auch charakteristisch sein. Der Schwanz der Wildkatze ist im Vergleich zur Gesamtkatze etwas kürzer, aber er wirkt erheblich massiver, wirkt viel, viel dicker. Natürlich gibt es Katzen, die entsprechend so einen Schwanz auch als Hauskatze besitzen, und
Was auch oft zu Verwechslungen führt, ist der Schwanz mit den aufgestellten Haaren eines zum Beispiel Hauskaters, der sich gerade im Kampfbereitschaftsmodus befindet und einen Konflikt mit anderen Katzenartigen hatte. Da neigen sie dann dazu, danach einen plötzlich total buschigen Schwanz zu haben, was eben tatsächlich auch dazu dient, ihre Körpergröße quasi optisch zu erhöhen und damit gefährlicher auf den Widersacher zu wirken. Und wenn man eben eine Katze in dem Zustand sieht, könnte man denken, es ist eine Wildkatze, weil dann wirkt der Kater, der Hauskater, durchaus auch von seinem Erscheinungsbild und seinem Auftreten vielleicht auch ein wenig wilder. Und es gibt tatsächlich von Biologen die großartige Aussage, wie man Haus- und Wildkatze unterscheiden kann. Na, die sieht halt wilder aus. Und das stimmt ja ehrlich gesagt auch. Wenn man sich gute Fotos anguckt, kann man schon ziemlich eindeutig erkennen, gerade bei Tieren, die in Gefangenschaft leben, kann man es auch wunderbar erkennen, was für ein wildes Verhalten, in Anführungszeichen, so eine Wildkatze gegenüber einer Hauskatze à la um die Beine streichen und so weiter und so fort an den Tag legen kann. Nochmal zum Schwanz. Besonders auffällig ist die Ringelung des Schwanzes. Der ist immer geringelt mit schwarzen Ringen, 2 bis 3, und hat immer, und das ist wirklich fast, also hat man nur ganz seltene Ausnahmen gefunden, eine schwarze Spitze, die stumpf ausläuft. Also sprich, der Schwanz sieht wie eine durchgehend gleich dicke Rolle aus und endet wie abgeschnitten. Während das halt bei der Hauskatze bekanntlich nicht der Fall ist, da läuft er ja spitz zu und endet als letztes kleines spitzes Ende. Der Schwanz ohne das Fell der Wildkatze würde dem der Hauskatze dann wieder sehr, sehr ähnlich sehen. Dass er aussieht, als würde er nicht dünner werden, liegt daran, dass die einfach längere Haare hat, die dann am Schwanz noch mal mehr werden und dafür einfach zu diesem dichten, haartechnisch dicht gepackten Schwanz führen. So, und zu den optischen Erscheinungsbild unserer Katze soll das auch schon genug gewesen sein. Und so ähnlich wie beim ersten Teil muss ich jetzt hier an dieser Stelle auch schon wieder abbrechen wegen mangelndem Licht. Und den Rest gibt es dann halt eben entsprechend wieder im Keller. Ich war auch hauptsächlich nur deswegen draußen, um euch mal dieses Waldstück da hinten halt nochmal gezeigt zu haben, wo so die ersten katzengeeigneten Strukturen in Ansätzen schon zu erkennen sind. Bis gleich.